Die Regie hat mir aufgeschrieben, Sie sind AfD-Stadtratskandidat in München. Was entgegnen Sie denn dem, was Frau Beetz eben gesagt hat? Also zunächst einmal muss ich Frau Beetz natürlich zustimmen, dahingehend, dass ich sage jetzt mal, ich nenne es jetzt einfach mal, der Zentralrat in Berlin hier eine Direktive ausgibt, dass ein von Volksvertretern gewählter Ministerpräsident abzuwählen ist, zurücktreten muss. Das ist undemokratisch, das ist selbstverständlich undemokratisch. Alles andere, jeder andere Begriff als das Ende der Diktatur, der Beginn einer Herrschaft des Unrechts, wie Seehofer so richtig schön genannt hat, ein anderer Begriff dafür zu verwenden, ist de facto nicht mehr illegitim, sondern ist korrekt. Das Zweite ist, wir haben hier ein, und ich widerspreche vollkommen, Ramelow ist nicht gewählt worden, Rot-Rot-Grün ist abgewählt worden und es ist eben ein schwarz-gelber, blauer Block in Thüringen mit über 50% von den Wählern gewählt worden und damit eine völlige Missachtung eines demokratischen Wahlvorgangs, nämlich der Landtagswahl. Und wenn ich jetzt einfach auf Bayern das runter rüberbreche, dann sehen Sie, in den Bayerischen Landtag haben die 70% bürgerliche Parteien. Auch dort haben einfach die bürgerlichen demokratischen Parteien, und dazu zähle ich FDP, AfD, CSU und Freie Wähler in Bayern, haben eine Mehrheit. Aber Herr Reuter, dann darf ich noch einen Satz dazu sagen. Ja. Was macht denn bitte schön ein Bruno Ramelow, wenn er jetzt von den Thüringern Kollegen gewählt wird? Tritt er dann auch nicht an? Nimmt er diese Wahl dann bitte auch nicht an? Will er das 100% Ergebnis haben, dass auch, ich sage jetzt mal, eben genau das SED-Verhalten von früher widerspiegelt und deswegen die Kollegen in Ostdeutschland diesen, ich sage jetzt einfach mal, Chapeau-Coup gelandet haben? Und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin kein Höcke-Fan, zum Gegenteil. Ich bin einer derjenigen, die auf der anderen Seite stehen, eben Richtung alternative Mitte. Und trotzdem gratuliere ich den Kollegen, weil sie etwas geschafft haben, nämlich einen Bürgerlichen an die Macht zu bringen. Und jetzt gibt freiwillig die Bürgerlichkeit diese Macht ab und es scheint so zu sein, dass egal was man wählt, man bekommt danach links. Aber Herr Reuter, jetzt muss ich Sie trotzdem unterbrechen. Ramelow ist Unterstützung der gewalttätigen Antifa, von dem wir über 80% betroffen sind, dass unsere Autos abgefackelt werden, dass ich mein Kennzeichen heimlich machen muss, dass ich meinen Wohnort verheimlichen muss. Das sind alles Dinge, die auf der Gewaltbereitschaft der Linksextremen sind und dass ich einen Linksextremen wählen soll als CDU, CSU, FDP. Herr Reuter, da waren jetzt viele Punkte drin, über die wir hier auch diskutieren können. Aber zunächst muss ich Sie fragen, wie ernst nimmt es denn die AfD mit ihren Wählern, wenn sie einen Kandidaten aufstellt und den dann selbst nicht wählt im dritten Wahlgang? Ich halte das einfach für einen demokratischen Coup. Wenn es mit Herrn Kindervater abgestimmt worden ist, und so sah es ja aus, beziehungsweise meine direkten Nachfragen dahingehend war auch, dass das abgesprochen war, dass das auch in einem Brief zwischen den Herr Höcke an die Fraktionsvorsitzenden der anderen zwei Parteien geschickt hat, das auch mal durchgespielt hat und mit der Bitte, das auch mal durchzuspielen. Ich sehe das völlig legitim an, dann zu sagen, in diesem dritten Wahlgang verhalten wir uns so. Andersrum, was machen Sie denn, wenn wir bei einer Stichwahl am 29.03. dazu aufrufen, einen Kandidaten zu wählen, der uns besser passt als vielleicht der eigene, in dem Fall den OB-Kandidaten Wolfgang Wiele? Man redet ja nicht mehr mit uns. Und zwar nicht, weil wir haben natürlich die besseren Argumente, weil wir die rationaleren Argumente haben. Heute, ich glaube nicht, dass das ein Ort ist, dass Sie jetzt hier Wahlkampf betreiben sollen für Ihre Partei. Das ist nicht das Forum. Ich kann verstehen, dass sich AfD-Anhänger jetzt ein bisschen typiert fühlen. Aber ich muss auch noch mal sagen, für AfD-Wähler ist es doch eher seltsam, dass der eigene Kandidat nicht unterstützt wird. Aber was ich hinaus möchte, Sie verwenden sehr gezielt den Begriff bürgerlich. Ich weiß, dass das zur Strategie auch von Björn Höcke gehört, auch Herr Birke, sich bürgerlich zu präsentieren. Herr Höcke ist kein bürgerlicher Politiker, jemand, der Begriffe wie Umvolkung und multikriminell verwendet, der das Holocaust-Mahnmal als Denkmal der Schande bezeichnet.
kann nicht als bürgerlicher Politiker auftreten. Sie haben es ja selber auch gesagt, das ist da in Ihrer Partei. Aber ich denke mal, dass wir hier an der Stelle auch weder für SPD noch Linke noch SPD noch CDU Wahlpropaganda machen sollten und auch nicht für die AfD. Darf ich ganz kurz fragen, das ist für Sie der Herausgeber und der Begründer vom Spiegel, der was zuerst benutzt hat, diesen Begriff, Rudolf Augstein, kein Bürgerlicher, habe ich das richtig verstanden? Nur damit ich verstehe, wie Ihr Gedankengang ist. Also für mich ist jemand, der... Das ist ein Zitat von Rudolf Augstein, das wissen Sie. Das, glaube ich, hat jetzt hier nichts zu tun. Wir sollten uns jetzt nicht um Winkelzüge, aber Björn Höcke... ist ausgewiesenermaßen ein Verdachtsfall beim Verfassungsschutz. Thomas Haltenwang, der Präsident des Verfassungsschutzes, hat erst vor kurzem betont, dass Höcke immer extremistischer wird und dass dann natürlich sozusagen die Alarmglocken sehr laut läuten, wenn man darum geht, sich mit so von dessen Gnaden sich sozusagen zum Ministerpräsident wählen zu lassen, und dass die ganze, sag ich mal, die Parteien schon jetzt sehr an der Wand stehen, und das ist dann natürlich, wie mein Kollege vorhin gerade sagte, in der Bevölkerung einen großen, ja doch eine ein großes Durchatmen und eine Sorge gibt, das kann man doch nachvollziehen, wenn es jemand wie Björn Höcke versucht, auf die Art und Weise sozusagen sich an die Macht zu hebeln. Das möchte ich jetzt gerne. Okay, dass Teile der Linken, die auch vom Verfassungsschutz beobachtet sind, an die Macht kommen? Damit habe ich das auch richtig verstanden, dass es Ihnen dort egal ist, dass in Bayern, dass die Jugend Solis vollständig vom Verfassungsschutz beobachtet gilt, als vollständig marxistisch-leninistische Organisation. Dort rekrutieren sich auch ein Herr Lechner, der hier Spitzenkandidat in München ist. Und wir haben hier den Fall, dass wir hier mit der Linksaltstraße ein linksextremistisches Zentrum haben, im Café Marat in München ein linksextremistisches Zentrum haben, das vom Verfassungsschutz beobachtet wird und von Teilen des Münchner Stadtrats finanziert wird. Es kam heute ein Aufruf von Firmen, das ist die direkte Stelle vom OB Reiter, die uns diskreditieren. Ich weiß, Herr Reuter, ich würde sagen, an der Stelle, danke für Ihre Meinung noch auf. Denn die AfD, es gibt ja auch schon den Aufruf von Herrn Gauland, Herrn Ramelow mitwählt. Ist das dann die nächste Finte? Das wäre die nächste Finte. Und das wäre das, was ich vorhin schon versuchte auszuführen. Die Demokratie als solches ist nicht gefährdet, aber sie ist gestresst. Und das schafft die AfD. Sie schafft es, sozusagen die bisherigen Spielregeln so durcheinander zu bringen und gerade auch die Volksparteien, also an vorderster Stelle die CDU, verdammt in eine Zwickmühle, also in einen moralischen Schwitzkasten zu bringen. Und sie führt das System, das bisherige, also das demokratische System vor, insoweit sie auch letztlich dann auch Ramelow mehr oder weniger zwingen würde, diese Wahl dann wahrscheinlich auch nicht anzunehmen. Klar ist ja offenbar auch, im Falle von Neuwahlen in Thüringen würden die Ränder möglicherweise erneut gestärkt, also erneut links und die AfD. Da ist dann doch irgendwann schon die Frage, nochmal zu den Brandmauern zu kommen, kann man es auf Dauer eigentlich leisten, sich in der Form abzugrenzen, auf keinen Fall wählen zu lassen von den Rändern? Oder muss man da möglicherweise dann doch in die inhaltliche Auseinandersetzung gehen? Also bei den Mehrheitsverhältnissen, wie sie jetzt beispielsweise in Thüringen sind, funktioniert das irgendwann nicht mehr, dieses Ausgrenzungsprinzip? Es wird noch eine Weile funktionieren, aber natürlich, also es hängt davon ab. Das Spannende ist ja, die Demokratie, das ist ja unser großes Thema hier, ist ja kein... etwas, was vor 70 Jahren geschaffen wurde und in einem Status Quo-Zustand ist. Die Realität, und da ist ja Deutschland eigentlich erst relativ spät dazu gekommen, die Realität ist, dass wir rechtspopulistische Parteien zunehmend haben, dass da ein Druck entsteht, dass überhaupt die Parteienlandschaft fragmentierter wird. Und dann muss man sich auch diesen inhaltlichen Herausforderungen stellen. Und es wird für die CDU eine Zerreißprobe vor allem werden, aber auch für die SPD, wie geht man nun damit um? Und so wie es, das ist ganz schwer zu beantworten. Natürlich wird es irgendwann mal nicht, klar, wenn die CDU ein Gesetzesvorhaben hat, kann sie nicht verhindern, dass die AfD dafür
Systemwechsel wollen. Weg von der parlamentarischen Demokratie. Abschaffung von Parteien. Also das heißt, dass Höcke eigentlich, kann man wirklich so sagen, vorhat auf die längere Sicht, ist letztlich eine Disruption des bestehenden demokratischen Systems. Und was unser Anrufer Herr Vatters gesagt hat, zu Recht, das ist letztlich das Riesenproblem, weil das eine Art von kultureller, politischer Revolution ist. Und da gehören auch Helfershelfer dazu, die nicht nur bei der AfD sind. Sie haben ja die Werteunion gerade vorhin bei der CDU angesprochen. Und das ist alles ein Stresstest, sage ich mal, für die Demokratie, in der Tat. Wir hören uns an, was dazu jetzt Karin Hendricks aus Ergolding sagt.